Ab Montag sind auch Betriebsärzte bei der bayerischen Impfkampagne mit dabei. Gesundheitsminister Klaus Holleczek zeigt sich zufrieden mit dem Impffortschritt. Ich bin ganz froh, dass wir die Flexibilisierung bei den Hausarztpraxen, bei den Facharztpraxen eingeführt haben. Ab nächster Woche sind die Betriebsärzte ja mit an Bord, ab 7.6. Und ich glaube, dieses System der Stabilität und der Flexibilität hat sich wirklich gut bewährt. Die FDP-Landtagsfraktion zeigt sich enttäuscht über die großspurigen Ankündigungen des Gesundheitsministers. Angekündigt wurden den Betriebsärzten 804 Impfdosen pro Arzt. Bekommen werden sie nächste Woche aber nur 102. Das heißt, die gesamte Organisation von Firmen und Betriebsärzten wird damit über den Haufen geworfen. Die Unzufriedenheit bei den impfenden Ärzten nimmt kontinuierlich zu. Laut Robert-Koch-Institut sind 42,6% der Bayern einmal geimpft, 18,7% haben bereits den vollen Schutz. Die Luca-App. Sie soll zum Schutz der Bevölkerung dienen. Bayernweit kann die App zur elektronischen Dokumentation von Kontaktdaten genutzt werden. Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik weist die App jedoch Sicherheitsmängel auf. Die Grünen im Landtag fordern eine Prüfung. Jetzt gab es vor kurzem eine ganz eklatante Sicherheitslücke, bei der sogar die Gesundheitsämter gefährdet sind, weil dort Schadcode in den Gesundheitsämtern auf den Systemen ausgeführt werden kann und dann am Schluss auch zum Zusammenbrechen der Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern führen kann. Das ist eine ganz große Gefahr. Auch das Datenschutzkonzept müsse man sich noch einmal genauer anschauen, so die Grünen. Die Freien Wähler haben bereits im März auf die Sicherheitslücken der Luca-App hingewiesen. Insbesondere das Konzept der zentralen Datenspeicherung und die Aufteilung in einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Wir haben trotzdem zugestimmt dem Erwerb der Luca-App, weil wir aus den Erfahrungen bei den Impfstoffen gelernt haben, dass die Bekämpfung der Pandemie auf so vielen Wegen wie möglich erfolgen sollte. Die versprochene Sicherheitsanalyse der Staatsregierung sei noch nicht durchgeführt worden, so die Grünen. Der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft in Bayern fordert eine Fortsetzung der Corona-Hilfen. Im stationären Einzelhandel sind durch den Lockdown täglich bis zu 110 Millionen Euro Umsatz verloren gegangen. Besonders betroffen ist das Gastgewerbe. Es ist jetzt nochmal ganz wichtig, dass die Politik die von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen nicht auf den letzten Metern allein lässt, sondern weiterhin konsequent unterstützt. Der Mittelstand begrüßt deshalb den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, die Corona-Hilfen über den 30.06. hinaus zu verlängern. Außerdem müssten die Hilfen zügig und mit möglichst wenig Bürokratie ausgezahlt werden, so der Verband.